Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 17. April. Das ist der Ostermontag. Und da Ostern war, ist auch nicht so viel passiert und von daher gebe ich euch mal ein bisschen Kontext. Ich habe nämlich ein paar Probleme. Ich sitze hier auf einem Parkplatz, deswegen ist die Qualität vielleicht jetzt auch ein bisschen anders. Nehme die Folge auf und gehe gleich in einen Starbucks, um sie für euch hochzuladen, denn anders geht's gerade hier nicht. Ich bin in Santa Monica in Amerika unterwegs und ich wollte euch aber trotzdem zumindest mit drei Themen noch versorgen. Und das wären heute Apple, Xbox und Star Wars. Fangen wir mit Apple an. Ich bin ja, wie gesagt, gerade hier in Kalifornien und die California Department of Motor Vehicles, also hier die Verkehrsbehörde in Kalifornien, die hat Apple jetzt die Genehmigung gegeben, ihre selbstfahrenden Autos zu testen. Und damit wird Apple dann wohl demnächst hier anfangen. Und ja, ein ganz interessantes Thema. Sie starten wohl mit Lexus SUVs, also kein eigenes Auto, sondern werden ihre Technologie da einbauen und damit ihre ersten Tests fahren. Spannendes Thema, bleiben wir natürlich dran. Anderes Thema ist die Microsoft Xbox. Und mittlerweile gibt es ja immer mehr Spiele, die man sich als Download kauft und nicht mehr klassisch mit einer DVD oder Blu-ray, also auf Disc. Und ja, wenn einem das Spiel nicht gefällt, auf DVD konnte man, oder auf Disc generell, konnte man sie ein bisschen einfacher zurückgeben oder zumindest wieder weiterverkaufen. Das ging beim Download entweder gar nicht oder nur extrem schwierig. Und da testet Microsoft wohl gerade in ihrem Xbox Insider-Programm ein Feature, in dem man nämlich runtergeladene Spiele auch zurückgeben kann. Und zwar innerhalb von 14 Tagen, wenn diese weniger als 2 Stunden Spielzeit haben. Anderer downloadbarer Content und Add-ons, die sind davon ausgeschlossen. Es geht also wirklich um das Spiel an sich. Und ja, also ich finde es eine gute Sache und das sollte eigentlich auf jeden Fall umgesetzt werden. Also von daher hoffe ich, dass der Test jetzt auch gut abläuft und dass da was passiert. Ja, und die ganz große Nachricht oder das ganz große Osterüberraschungsgeschenk war dann der erste Teaser-Trailer zum neuen Star Wars-Film, der im Dezember kommt. Die letzten Jedi heißt er in Deutsch, in Englisch The Last Jedi. Und ja, da gibt es den Trailer jetzt. Ich persönlich war jetzt nicht mordsmäßig beeindruckt, aber vielleicht sind die Erwartungen auch einfach zu hoch. Man weiß es ja nie. Also guckt ihn euch ruhig an. Gleichzeitig wurde auch noch das Poster, also das erste Poster-Filmplakat für den neuen Star Wars vorgestellt. Es gibt ja immer mehrere. Und ja, Link ist in den Shownotes, könnt ihr euch da angucken. Und jetzt beschließe ich damit hier die Folge für heute unter schwierigen Umständen, aber mein Gott, ist Ostermontag und hoffentlich müsst ihr auch nicht zur Arbeit, habt einen normalen Feiertag, von daher genießt den freien Tag noch und wir hören uns morgen wieder und da haben wir hoffentlich ein paar News mehr. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.